Mira Wild von Wild Beauty. Sie haben heute einen Preis gekriegt beim Brie de Beauté für ein neues Produkt von Paul Mitchell. Wie wichtig ist das, so einen Preis zu gewinnen? Ja, unglaublich wichtig, mit nichts anderem zu ersetzen. Wir gewinnen natürlich viele tolle Preise. Man muss schon sagen, dass der Prix de Beauté dazu den ganz Großen gehört. Und nicht zuletzt natürlich, dass jetzt hier heute die Leserinnen tatsächlich uns erwählt haben, macht uns ganz besonders stolz. Das ist ein tolles Kompliment und gibt uns Ansporn, auf jeden Fall auch für die Zukunft. Und verkauft man dann auch mehr von so einem Produkt, wenn es einen Preis kriegt? Tja, da müsste ich jetzt natürlich meinen Einkauf fragen, aber ich bin ganz sicher, dass es auf jeden Fall für die persönliche Empfehlung sehr wichtig ist und auch gerade dem Kunden im Salon, also dem Friseur, es einfacher macht, am Produktregal das richtige Produkt auch dann zu beraten, um einfach dem Kunden das richtige Produkt mitzugeben. Sie sind studierte Online-Journalistin, Expertin fürs Marketing im Familienunternehmen. Worauf setzen Sie im Marketing? Eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Wir wollen nicht kurzfristige Trends setzen, sondern wir setzen darauf, das Herz unserer Kunden langfristig zu erobern und somit eine loyale Kundenbeziehung aufzubauen. Sie haben einen speziellen Vertriebsweg, Sie gehen über die Friseure. Wie sprechen Sie trotzdem die Kundin am Ende an? Eigentlich ein recht einfacher Prozess. Wir setzen darauf, dass die persönliche Beratung so unglaublich wichtig ist, dass die Friseur unsere Message auch an den Kunden transportiert und somit ich einfach sicher gehen kann, wenn ich ein Produkt dieser Preisklasse für mich kaufe, dass ich damit auch dauerhaft happy bin und dass es das ist, was für mein Haar das Richtige ist. Heißt das, dass Sie nur mit den Friseuren kommunizieren? Wir kommunizieren viel mit den Friseuren, wir kommunizieren aber auch an den Endverbraucher. Wir versuchen da wirklich eine ganz tolle Waage zu halten, um auch einfach beide dann tatsächlich anzusprechen. Sie sind ja Medienexpertin, weil Sie auch Online-Journalismus studiert haben. Auf welche Medien setzen Sie denn stark online, auch Print? Wir setzen auf beides. Wir gucken da wirklich ein tolles Mittelmaß zu finden. Ich persönlich bin ein sehr großer Print-Fan, weil ich einfach das gesprochene Wort genauso wichtig finde wie das geschriebene Wort. Nichts ist so toll wie ein Blatt Papier, steht für Verbindlichkeit und gerade im heutigen digitalen Zeitalter ist das natürlich mit nichts zu ersetzen. Nichtsdestotrotz ist online natürlich auch ein ganz tolles und wichtiges Segment für uns, wo wir vor allem auch auf persönliche Empfehlungen setzen. Stichwort Influencer. Für uns ist eigentlich jeder Kunde ein Influencer, kann man sagen, denn nichts ist so toll wie eine persönliche Empfehlung und darauf setzen wir. Was im Beauty-Geschäft wird überschätzt? Das ist eine sehr schöne Frage. Meiner Meinung nach ist es eindeutig der Idealismus, der Hang dazu, immer der Schönste und Beste zu sein. Es würde unser Leben unglaublich langweilig machen, wenn wir alle die gleichen tollen, schönen Haare hätten. Denn die Variation, die wir haben, die macht uns doch erst eigentlich spannend. Und was wird unterschätzt? Persönliche Beziehungen, so wie sie der Friseur zu seinen Kunden hält, das ist das, was uns stark macht. Wo wir auch sagen, darauf setzen wir und das ist in der Zukunft auch durch nichts anderes wie einen Roboter oder dergleichen zu ersetzen. Horizont und Turi 2 TV.